Im Sommer, nee, genau. Im Sommer, wir machen einfach ganz normal weiter. Wir haben einfach die neuen Karten und jetzt kommen die Karo-Karten. Gut, dann Hage. Ja, das älteste Mitglied der Gemeinschaft stirbt. Was ist die Todesursache? Oder das älteste Mitglied der Gemeinschaft ist sehr krank. Die Pflege und Suche nach einem Heilmittel erfordert den Einsatz der gesamten Gemeinschaft. Senkt diese Woche keine Projektwürfel. Klingt interessant, dass das älteste Mitglied krank ist. Ich glaube, das war dann auch das Mitglied, was Shenbail in der Diskussion repräsentiert hat, ob der neue Glauben denn wahrhaftig das Richtige ist. Und sie war so der Anker, der am alten Glauben noch mit festgehalten hat und sich vehement gegen das, was die Kinder tun, gewehrt hat. Und jetzt ist sie krank. Jetzt muss sich die Gemeinschaft überlegen, obwohl momentan so viele Projekte dran sind, da alle zusammenarbeiten, um ihr zu helfen. In dem Fall würde ich eine Diskussion starten. Mit der Frage, legen wir alle Warte, Werkzeuge. was machen wir jetzt? Wir starten eine Diskussion. Nee, Das. erstmal die Frage, was ist jetzt mit der alten Person? Ja, sie ist sehr krank. Sie ist krank. Das heißt, wir senken keine Projektwürfel. Punkt. Wir würden keine. Kommt. Ja, genau. Und also ich würde das so machen, wir senken keine Projektwürfel, wenn die Diskussion sich dafür ausspricht, dass wir es nicht tun. Denn ich würde daraufhin direkt eine Diskussion starten Nee, wollen. nee, die Reihenfolge ist wichtig. Du entscheidest jetzt erst, was passiert. Stirbt sie oder kümmern wir uns um sie? Das ist das Ja, Erste. okay. Sie ist krank. Also wir müssen uns direkt darum kümmern. Wir können jetzt keine Diskussion machen, ob wir uns darum kümmern. Gut. So, dann senken wir nicht die Projektwürfel und jetzt kannst du die Diskussion starten. Sie ist ziemlich krank. Man weiß auch nicht, ob wenn sich jetzt eine Woche lang kümmert oder ob die Suche nach einem Heilmittel wirklich erfolgreich ist es wirklich wert, die Zeit zu investieren, sie am Leben zu halten. Das ist die Frage, die du stellst. Das ist die Frage, ob man nicht lieber an die ganze Mannschaft, an die ganze Gemeinschaft denken würde, dass man nicht jetzt einfach die Werkzeuge senken lässt oder es wahrhaftig wert ist, dass alle einbüßen, nur weil es einer Person schlecht geht. Ich sage, wir retten die alte Person auch weiterhin, sorgen uns um sie, denn die Kinder haben mich nachhaltig vergruselt. Ja, also wenn wir etwas tun können, sollten wir das auch tun. Denn das ist keine Frage von Effizienz oder so, sondern eine Frage der Moral. Ich sage, lass sie sterben. Die neuen Götter haben es so beschlossen, dass sie stirbt. Wir haben wichtigere Aufgaben. Die erste kirchliche Legion macht sich bereit auszubrechen. Weg mit ihr. Die neuen Götter, sie hat an den alten Göttern festgehalten und die neuen Götter haben sie für ihre Freveleien bestraft. Wir sollten dieses Zeichen akzeptieren und nicht gegen ihren Willen handeln. Okay, wenn jemand irgendwie einen Ärgerstein haben möchte, kann er ihn sich nehmen, aufgrund dieser Diskussion. Ja, ich nehme stellvertretend für die viel ältere Fraktion einen Ärgerstein. Ja, macht auf alle Fälle Sinn. Alleine die Diskussion finde ich schon ziemlich herabwürdigend. Okay, das wird hier unsere Kultleaderin. Du bist immer noch dran, sehr gut. Ja, genau. Dann. Das war Hage, ne? Da bin ich dran. Dann ziehe ich den Buben. Oh Jott. Raubtiere schleichen umher und böse Omen häufen sich. Ihr seid unvorsichtig und jemand verschwindet unter mysteriösen Umständen. Wer? Oder Raubtiere schleichen umher und böse Omen häufen sich. Welche Maßnahmen ergreift ihr, um alle zu beschützen und im Auge zu behalten? Senke diese Woche keine Projektwürfel. Dann sage ich, die Raubtiere schleichen umher und böse Omen häufen sich. Welche Maßnahmen ergreifen wir? Ja, auch die Erwachsenen sehen jetzt diese Kinderarmee als notwendig an.
Es gab zwar Maßregelungen und ja, man musste sich um diesen Alten kümmern, aber diese Kinderarmee ist tatsächlich doch das Richtige, gerade wenn jetzt diese unsichtbaren, ekelhaften Viecher mehr und mehr werden, wenn wir Nahrung haben wollen. Das ist richtig. Gut. Dann, Projektwürfel werden nicht gesenkt. Wir bleiben bei der 2 und bei der 2. Und bei der 6. Und ich möchte ein neues Projekt starten. Und zwar würde ich ganz gerne eine Expedition nach Norden schicken zu der alten Siedlung. Ich würde ganz gerne Kontakt mit den Alten aufnehmen. Die sind weit weg. Ich würde sagen 3 Wochen. Ja, klingt gut. 3 Wochen. Einfach mal Kontaktaufnahme. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Warum habt ihr keine Kinder? Was ist mit eurer Kolonie geschehen? Seit wann wohnt ihr hier? 3 Wochen. Aber das narrativ könnte das durchaus auch mit der Heilung von unserem Ältesten zu tun haben, oder? Also, dass man die Hoffnung hat, dass die da ein Heilmittel haben? Da haben wir uns gegen entschieden. Nee, konnten wir nicht. Wir konnten wir nicht, das war nur die Diskussion. Ja, ob es, in der Diskussion haben wir dann doch im Prinzip hat die Mehrheit entschieden, ja, wir haben jetzt zwar ihr geholfen, aber wir machen jetzt nichts mehr. Ja, dann nimm dir einen Ärgerstein. Ich entscheide über dieses Projekt. Dann ist es vielleicht die Minderheit, die dem helfen wollten, die jetzt quasi als unzufrieden ausziehen, um da vielleicht Verbündete zu finden? Ja, also zumindest gibt es diese Gerüchte, ne? Also ich sag jetzt erstmal nur, ich will Kontakt mit den Alten aufnehmen, aber bei Shoko kommt das so an, dass man jetzt doch irgendwie gegen den Willen der Gemeinschaft jetzt mit den, das kann ja nicht sein, ne? Also der Ärgerschein ist schon verdient. Ja. Ja. Gut, dann bin ich fertig und Chamberlain ist dran. Und ich ziehe das Ass. Schauen wir mal, was uns das sagt. Eine Gruppierung innerhalb der Gemeinschaft verlangt Gehör. Wer sind sie? Was verlangen sie? Oder eine Gruppierung innerhalb der Gemeinschaft hat ihren Frust freien Lauf gelassen. Was haben sie beschädigt und warum? Ist der Schaden von Dauer? A wäre ja nichts Neues. Wie wäre es, wenn diese Expedition, die zu der alten Siedlung gegangen ist, vielleicht etwas mitgenommen hat, was wir dringend bräuchten? Also, wenn es nur Vorräte sind oder vielleicht auch sowas wie, ja, was sie denen präsentieren können, so Gastgeschenkmäßig. Objekte haben wir noch nicht so viele. Unsere Wasservorräte sind sowieso klapp und sie haben sich ein gutes Stück davon mitgenommen, um den Weg durch die Wüste zu überleben. Ja, finde ich gut. Und das Brunnenbauprojekt dauert ja noch echt lange. Das heißt, das ist jetzt eine echte Krise in der Festung. Dürfen wir die Projektwürfel senken? Ja, ne? Ja. Gut, dann 1. Hier oben 1 und hier eine 5. Dann wird die 2 gelöscht. Die 6 wird gelöscht. Die 2 wird gelöscht. Dann habe ich zumindest gute Hoffnung, dass wir demnächst Nahrung und Brennstoff haben. Achso, und hier oben, die 3 wird auf die 2 gesenkt. Darf ich nicht vergessen. Und nach Chamberlain ist Ulrok. Gut, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ich hatte noch keinen. Ich darf noch ein Projekt starten, Diskussion oder. Tut mir leid, du hast recht. Kein Problem, ich habe eh noch keine so richtig gute Idee, aber dieser Schritt steht auf jeden Fall noch aus. Zieh schon mal eine Karte. Ich denke, wenn die eh in der Gegend rumlaufen, würde es sich anbieten, dass sie etwas entdecken. Die Frage ist nur, was könnten sie entdecken? Ein Artefakt, irgendwas mit dieser Zivilisation, irgendwas mit Göttern, eine andere Kirche, eine Gegenkirche, vielleicht den Grund, warum wir damals geflohen sind. Ich hätte aus irgendwelchen Gründen Bock auf einen versteinerten Wald.
Okay, dann machen wir den doch. Wir müssen ja damit erstmal nichts machen. Aber der ist jetzt halt mal da. Dann mal ein paar Bäume, bitte. Das ist cool, ja. Gut, Euruk, was hast du gezogen? Die Dame. Das ein Projekt wird früher abgeschlossen. Welches und warum? Ich nehme die Kristalle. Zeit für die Powergamer, jetzt die 5 auf die 0 senken. Genau, ich nehme die. Nee, ich nehme die Kristalle werden sowieso abgeschlossen. Ach so. Diese Runde. Dann würde ich sagen, der Brunnenbau. Früh abgeschlossen. Unerwartet finden wir in geringer Tiefe schon Grundwasser. Okay. Gut. Dann entfernen wir die 5. Dann mal doch bitte den Wasserstand weiter nach oben. Dann sprudelt das da rein und ich nehme das saubere Trinkwasser auf. Ich sage sogar Überfluss. Und dann senken wir die Projektwürfel. Und zwar ist die Bestie jetzt erlegt und die Altarsteine sind belegt und aus der 2 hier oben wird eine 1. Dann würde ich doch einfach mal sagen, während wir auf das Brunnenwasser warten, Schoko, das war deine Kinderarmee, richtig? Ja, wieso? Weil das Projekt jetzt fertig ist. Achso, beschreibe, was da passiert. Und genau. Zwar, die ominöse Kultanführerin hatte die kräftigsten unter ihnen ausgewählt. Natürlich nur die männlichen Kollegen, weil die sind ja leichter zu ersetzen. Auf Jagd zu gehen. Tatsächlich hat man in der ganzen Sucherei hier unten, in diesen Gemäuern, auch die Methode gefunden, wie man damals schon diese Wesen erlegt hat. Scheinbar nicht im direkten Duell, sondern durch Fallen. Ja, so seltsame Gestelle, Seilpfeilen oder ähnliches seien das wohl. Damit ist es tatsächlich einer Gruppe von Kindern gelungen, diese Wesen erfolgreich zu jagen. Gut, dann sind die Kristalle erforscht. Euruk, was hat das mit den Kristallen auf sich? Das ist der Brennstoff? Genau, so eine Art Brennstoff. Die Kinder oder die Gemeinschaft hat herausgefunden, dass man diese Kristalle zermahlen muss und wenn man sie zermalt, geben sie Wärme ab. Und Wärme, Licht und... Ich glaube, also Wärme in der Wüste ist, glaube ich, gar nicht so relevant, aber vor allem das Licht, gerade wenn wir hier unten sind, oder? Licht, ja, in der Wärme wahrscheinlich, und unten im Keller ist wahrscheinlich auch ein bisschen kalt, vermutlich. Ja, gut, alles klar, gut. Geben wir Wärme und Licht ab und sie sondern auch einen merkwürdigen Geruch ab. Okay, es ist ja gar nicht so gut. Hage, beim Anbohren vom Brunnenschacht, was ist da denn passiert? Das Projekt ist abgeschlossen. Das hat trotz der, dass sich die Kinder beschwert haben, dass die Alten nun doch Relikte aus ihrer Zeit hier in diesem heiligen Ort anwenden wollen, erstaunlich gut funktioniert. Und wie gesagt worden, es ist bevor es erwartet wurde, auf Wasser getroffen. Eine kleine Höhle von Grundwasser, die sich da unten schon vor Tausenden angesammelt haben und die auch die vorherigen Bewohner dieses Gebäudes nicht entdeckt hatten. Was da passt, wenn da irgendwas scheint nichts passiert zu sein. Alles klar, gut, ist dann relativ gut gelaufen. Springen wir zurück, denn Euruk darf noch entweder ein Projekt starten, etwas Neues beginnen oder eine Diskussion. Kann man auch eine Entdeckung starten? Du kannst etwas Neues entdecken, klar. Xenos geht zu der alten Frau und legt ihr ein Amulett um aus einem rötlichen Metall. Und es hat etwa eine Form eines Angst. Und die Züge der alten, kranken Frau glätten sich und ihr Zustand scheint Stabilität zu sein. Dann zeichne doch mal bitte diesen Ankh ein. Denn das musst du jetzt tun. Kurze Zeit hast du. Dann nach Euruk ist Schoko. Ja, ich ziehe. 2. Sommer. Entweder jemand Neues taucht auf. Wer? Warum ist er in Not? Oder...
Jemand verlässt die Gemeinschaft. Wer? Was sucht er? Es taucht jemand Neues auf. Und zwar tatsächlich ein Händler, dem seine Karawane allerdings in dem Sandsturm abhanden gekommen ist. Er vermutet sie noch irgendwo in der Gegend. Okay, wie heißt der Händler? Muss ich mir überlegen, Isaac. Dann kannst du den Händler mit seinem Wagen oder mit seinem Karren, vielleicht mit Kamelen oder sowas kannst du zeichnen, je nachdem, wie viel Bock du hast. Und dann senken wir die Projektwürfel. Oben die 1. Unsere Karawane oder unsere Entdecker kommen wieder. Und sie haben herausgefunden, dass die Alten dort noch wohnen, aber uns nicht freundlich gesonnen sind, sondern sie stehlen gerne die Zeit, um weiter am Leben zu bleiben und würden sich demnächst gerne aufmachen in unsere Richtung, weil sie gehört haben, wir haben viele Kinder. Projekt abgeschlossen. Ja. Jetzt kann ich entweder ein Projekt anfangen. Würde unter einem Projekt laufen, die Revolution auszurufen. Und zwar, wenn die Alten von da vorne kommen und uns angreifen, wer sagt denn, dass man unseren ganz Alten trauen kann? Guter Punkt. Ich glaube schon, dass das ein Projekt ist. Willst du sonst erstmal eine Diskussion draus machen oder direkt ein Projekt? Also ist deine Entscheidung, aber... Der Punkt ist, die Kinder würden das ja niemals mit den anderen diskutieren, weil sie wollen sie aus der Festung werfen. Vielleicht eine Diskussion unter den Kindern, ja, das wäre möglich. Also würde die Kultanführerin alle ihre Getreuen, ihre mutigen Soldaten und Soldaten um sich versammeln, sich vor ihnen aufstellen, und ich kann entweder am Anfang ein Statement abgeben oder am Ende, richtig? Du kannst jetzt eine Frage stellen oder du kannst direkt mit einer Behauptung anfangen, dann darfst du aber am Ende nichts mehr sagen. Würde sich hier vor ihnen allen aufbauen, wir alle in die Mitte bitten und sie anschauen. Die Alten aus dem Norden, sie kommen, aber die bei uns, man kann ihnen nicht trauen. Wir müssen sie aus der Festung treiben. Hage? Achso, direkt meine Reaktion. Ich dachte, von oben nach unten. Ja, sehe ich genauso. Den Alten ist nicht zu trauen. Wir sind die Zukunft. Ich bin dabei. Ja, das ist eine Kinderdiskussion, hast du gesagt. Kriege der Generation. Aber die haben sich doch immer gut um uns gekümmert. Ich meine, ja, sie sind schreckliche Langweiler und sie verstehen nicht, wie wichtig es ist, was wir hier tun. Aber wenn wir sie in die Wüste hinausjagen, dann sterben sie. Wir sollten sie nutzen, die Alten. Opfern wir sie auf dem Altar. Oh, alles klar. Dann ist deine Diskussion zu Ende. Das war Schoko, ne? Hage ist dran, richtig? Ich bin dran, genau, ich darf ziehen. Aber kann ich nicht jetzt einen Ärgerstein abbauen, weil die Jungen sind gerade ziemlich zufrieden mit sich. Ja, kannst du machen. Kannst du ihn wieder löschen. War eine gute Diskussion. Wir sind uns alle einig, die müssen weg. Oh, die Karo 8, da habe ich eben schon reingelesen. Das passt gut. So, jemand versucht mit Gewalt die Kontrolle über die Gemeinschaft an sich zu reißen. Gelingt es ihm? Warum tut er das? Oder ein starkköpfiges Mitglied der Gemeinschaft beschließt, eine eigene Idee in die Tat umzusetzen. Beginne ein unvernünftiges Projekt. Ich glaube, wir machen das unvernünftige Projekt. Und zwar ist es die Kultleaderin. Es wurde ja von den Kindern zumindest... Ich mag dein Lachen in der Stimme nicht. Einige nicht der Meinung, aber viele waren der Meinung. Hört man mich? Ja. Du lachst doch schon so gerade. Die war eine Revolution. Das unvernünftige... Ja, okay, was machen wir? Okay.
Hallo? Ach so. Also, das unvernünftige Projekt. Wir beginnen eins. Und zwar die Kultliederin. Wir werden jetzt die Alten opfern. Ist das ein Projekt? Oder ist das die Revolution? Ich finde, das ist ein Projekt. Also nach und nach werden die Alten aus ihr in der Nacht von bewaffneten Kindern aus ihren Häusern gescheucht. Und dann jeden Tag über ein oder zwei Wochen hinweg werden dann die Alten geopfert. Unten im Altar. Wie lange dauert das? 2 Wochen? 3 Wochen oder was? Ja, sagen wir, jeden Tag kommt ein Alter. Wenn wir so 14 Alter haben, dann sagen wir 2 Wochen. 2 Wochen für ein unvernünftiges Projekt. Dann senken wir die Projektwürfel. Du hast gesagt, beginne ein Projekt, ne? Ja, dann wird, das jetzt ein unvernünftiges Projekt. Ja, das genau. Wird noch nicht gesenkt. Also es ist einfach nur gestartet. Du kannst noch, also wir haben ansonsten kein Projekt, was wir weiter senken können. Dann kannst du ein weiteres Projekt aufbauen oder aber Diskussion oder irgendwas anderes. Was Neues entdecken. Weiteres Projekt? Ja, fällt mir tatsächlich gerade nicht sein. Du könntest den Steinwald erkunden. Ja, warum denn auch nicht? Sagen wir, schicken einige der Erwachsenen machen sich auf den Weg. Der Steinwald war relativ interessant für die. Und da die sich auf den Weg machen, kleine Expeditionen in diesen Wald, ob es da was Neues für die Gemeinschaft gibt, nutzen die Kinder das dann auch aus, um eben während viele der Erwachsenen nicht da sind, die Alten aus ihren Häusern zu scheuchen und zu opfern. Ganz schön assi. Wie lange dauert das? Der Steinwald? Mhm. Chamber in Steinwald? Wie weit ist da weg? Ich meine, dass sie sie haben 3 Wochen bis zu der alten Siedlung gebraucht, genau. Aber nee, dann waren sie ja schon wieder zurück, also. Ja, aber sie müssen den Wald auch erkunden, ne? Der ist auch ein bisschen größer. 3 Wochen? Ja, klingt gut. Gut, dann bist du fertig und nach Haar bin ich dran. 9. Sommer, ein Projekt scheitert. Welches und warum? Oder etwas wird schlecht und verdirbt Vorräte. Füge einen neuen Mangel hinzu. Dann füge ich einen neuen Mangel hinzu. Und zwar Nahrung hatten wir schon. Ich entferne den Schutz. Die Götter, die uns bisher gewogen waren, aus welchem Grund auch immer, heben diesen Schutz, der uns auch eben gegen den Wirbelsturm verteidigt hat, auf. Wir wissen vielleicht noch gar nichts davon, aber die Projekte gehen voran. Das bedeutet, wir senken die 2 auf die 1, die Alten werden weiter geopfert und die 2 dort oben. Und schauen wir mal, haben wir noch ein neues Projekt? Ich füge etwas Neues hinzu, und zwar setzen sich die Alten jetzt in Bewegung. Die Entdeckung, sie kommen zu uns. Falls das bei jemandem Stress erzeugt, kann er sich gerne einen Ärgerstein nehmen, aber das ist mir jetzt gerade egal. Gut, dann bin ich fertig. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Und zwar ist das die 5. Moment, hatten wir das nicht schon mal? Ein Projekt wird früher abgeschlossen. Was hat zu der schnellen Fertigstellung geführt? Oder das Wetter ist gut und die Leute voller Tatendrang. Beginne ein neues Projekt. Ja, wir sind im Sommer, da ist die Welt noch in Ordnung. Okay. Also die Projekte werden gleich sowieso beide abgeschlossen. Du könntest also kostenlos ein neues anfangen. Mhm. Achso, nee, gar nicht. Der Steinwald, der fehlt noch. Dann sagen wir, wir schließen den Steinwald ab und die Leute dort entdecken, dass diese gegnerische Siedlung daran wohl schuld ist.
Denn die müssen ja irgendwie ihr Leben erhalten. Und es waren in letzter Zeit eigentlich keine anderen Menschen hier in der Nähe. Also zumindest keine Kinder oder so. Deswegen mussten sie sich mit Pflanzen begnügen. Und diese versteinerten Bäume sind das Resultat davon. Und naja, wenn die da vorrücken, wahrscheinlich sieht das unser Spähtrupp dann auch von da aus. Gut, dann ist das Projekt abgeschlossen. Mhm. Und dann hast du das im Prinzip schon beschrieben. Das war ja im Prinzip auch dein Wald. Frage an die Kinderopferung, das war Schoko. Glaube ich. Nee, Hage war das mit dem unvernünftigen Projekt. Aber Schoko hat die Kinder ausgebildet. Könnt ihr uns beide mal erzählen. Was genau erzählen? Wie das mit der Opferung... ist die Opferung jetzt vorbei? Die Opferungen sind vorbei. Ja, 2 Wochen lang wurde jede Nacht einer der Alten, einer der 14 Alten im Dorf, runter in die Katakomben geschleppt. Es hat eine Weile gebraucht, bis die anderen das irgendwie mitbekommen haben, aber einigen Tagen ist denen dann auch aufgefallen, dass die Alten dann auf mysteriöse Weise fehlen und die Kinder sich dazu nicht äußern wollen. Das hat auf jeden Fall Aufruhr, Aufgebrachtheit bei den zurückgebliebenen Erwachsenen hervorgerufen, aber mittlerweile ist die Kinderarmee schon so bei den Waffen die trainiertesten Kämpfern von allen, dass sie schon ziemlich eingeschüchtert waren, da irgendwas gegen zu tun. Und diejenigen, die dann ein wenig aufbegehrt haben, wurden nicht niedergestreckt, aber gewaltsam aufgehalten. Unten die Opferung ging gut vonstatten, aber der Schutz wurde hinuntergenommen, weshalb auch einige bei den Kindern jetzt überlegen, ob das tatsächlich das Richtige war, was die gerade getan haben, oder der Weg, wo die das charismatische Mädchen sie hinführt, tatsächlich der Weg ist, den die neuen Göttern für sie vorgesehen haben. Okay, ich glaube, dann ist Chimbael wieder dran. Und zwar mit einem neuen Projekt, mit etwas Neuartigem oder aber mit einer Diskussion. Ich starte ein Projekt. Und zwar mit Xenos und dieser Ältesten, die ja jetzt irgendwie nicht mehr alt ist, oder? Habe ich das richtig verstanden? Dadurch, dass er ihr dieses Amulett umgelegt hat. Die wurde nur stabilisiert. Die wurde stabilisiert. Heißt das, wir haben jetzt überhaupt keine Alten mehr? Also ist die auch gestorben? Ich glaube, sie ist die Letzte, weil Xenos um sie gekümmert hat und sie ist einfach nicht so alt. Also sie ist halt schon so 50. Nee, sie ist die Älteste. Das war festgelegt. Ach so, okay. Aber ja, gut, vielleicht sind sie an die irgendwie schlechter rangekommen, weil Xenos die gepflegt hat. Und zwar ist es so, dass Xenos ein Agent von dieser gegnerischen Stadt ist. Und er hat diese Opferung der Alten hier nicht rechtzeitig mitbekommen. Aber jetzt arbeitet er mit, der einen, die er sozusagen versehentlich gerettet hat, daran, einen geheimen Zugang in die Festung zu öffnen, um die gegnerische Armee hereinzulassen. Wow. Schoko, wir brauchen deinen Händler noch. Oh ja, sorry. Wie heißt denn der? Hast du mittlerweile einen Namen? Ich habe ihn komplett aus meiner Erinnerung gestrichen. Ist mir gerade eingefallen, muss den Händler noch malen. Gut, einen Weg vielleicht von dem Riss mit dem Altar zu uns? Ah ja, das klingt gut. Dann schiebe ich Xenos mal dahin. Ups, den ganzen, nicht nur einen Teil davon. So. Repariere den gleich noch. Wie lange denkt ihr, dass das dauert? Also, und ich würde einen Ärgerstein da doch abbauen, denn das geht ja quasi gegen die Kinderrevolution. Ja, 3 Wochen. Erst hat zwar Xenos, so ein komischer Typ, aber er macht das nicht auf profanem Weg, oder? Ja,
kann sein, dass er was über diese Festung weiß. Weil also diese Nachbarsiedlungen, die sind ja schon länger da als wir. Also möglicherweise weiß er etwas über die früheren Bewohner von diesem Ort. Vielleicht gehört er ja auch zu den Alten. Das ist ein Agent, der sich unter unsere Reihen geschlichen hat. Ja, das hat sie doch gesagt. Ja. Ja, das ist er auf jeden Fall. Ja, gut. Deswegen will er ja die anderen hereinlassen. Ja, alles klar. Durch die alten Opferung baue ich mir übrigens auch meinen Ärgerstein auf. Ich denke, das war selbstsüchtig. Dann machen wir dort drei, weil er die Festung schon kennt. Ja. Und dann bist du fertig. Ulruk, eine Karte. Ich ziehe mal Karte, genau. Die drei. Ja, kann ich nicht bewegen aus dem Grund, keine Ahnung. Die drei, also die drei. Der Sommer ist die Zeit der Ernte und Bodenbearbeitung. Beginne ein Projekt, das mit Nahrungserzeugung zu tun hat. Oder der Sommer ist die Zeit der Eroberung und des Kräftesammelns. Beginne ein Projekt, das mit militärischer Kampfbereitschaft und Eroberung zu tun hat. Ich will natürlich das Zweite, das Letztere. Beginne ein Projekt, das mit militärischer Kampfbereitschaft und Eroberung zu tun hat. Die Kinder haben herausgefunden, dass man diesen Kristall auch anders benutzen kann, indem man sie vorne auf spitze Stöcker steckt, als Speerspitzen. Und diese Kristalle sind anscheinend sehr scharf. Ich würde sagen, zur Bearbeitung herausfinden und Bearbeitung dieser Waffen braucht man etwa für alle Kinder 2 Wochen, 3 Wochen? Ja. 2 Wochen klingt gut. Ich will gerade nicht zeichnen. Soll ich einen Speer zeichnen? Mit einer Kristall- ich hab einfach die Kinder genommen und den Kristall da dran gepappt. Ah, gut. Gut, dann Projekte werden vermindert und zwar bekommt Xenos die 2. Das war's, ne? Mehr ist gar nicht, kann ich hoffen. Gut. Und dann darf Ulruk noch was Neues entdecken, beginnen. Okay. Ich würde was Neues entdecken. Diese blauen Kristalle, die zermahlen wurden und als Lichtquelle, Rohstoffquelle, Wärmequelle, Lichtquelle benutzt wurden, geben ja diesen mehr seltsamen Geruch ab. Nach und nach findet man heraus, dass sich so Sporen in der Luft sammeln und dieses Skelett, was man gefunden hat von diesen 3 Meter großen Humanoiden, da bilden sich langsam so Fleischfetzen um seine Knochen herum. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Und nach Euro kommt Schoko. Ja, ich ziehe eine Karte. Eine Sekunde. Ich habe die 10 gezogen. 10. Ihr entdeckt ein geheimes Vorratslager, füge einen neuen Überfluss hinzu oder ein Mangel ist zu lange unbeachtet geblieben. Beginne ein neues Projekt, um diesen Mangel zu lindern. Also vom Mangel, dem Schutzmangel, da wissen die Kinder ja im Prinzip nichts, die neuen Machthaber. Das ist doch jetzt eine richtige Einschätzung, richtig? Weil der kommt ja dadurch, dass der andere da uns verrät, der alte Mann. Nee, der kommt durch die Kinderopferung. Durch die Kinderopferung haben wir jetzt den Schutz der Götter verloren und deswegen kann Xenos jetzt auch diesen Tunnel graben. Ja gut, aber also vom Tunnel wissen die Kinder ja nichts. Dementsprechend können sie dagegen ja nicht handeln. Du hast den Händler Zunge angemalt? Ja. Ich hab's gerade gesehen, okay. Füge einen neuen Überfluss hinzu. Es bietet sich gerade beides nicht so total an, oder? Weil wir gerade nur einen Mangel haben. Du kannst auch eine neue Ressource erfinden. Ja. Also einfach eine neue Ressource. Ich weiß jetzt nicht, was dir einfällt an Ressourcen, aber wie gesagt, Handelsware wäre auch eine Option. Wir können die Kristalle zum Handeln benutzen. Gerade wenn wir jetzt entdecken, dass die Tote wiederbeleben. Ich würde sagen, Kinder finden die Rüstung in den Katakomben. Also finden sie, keine Ahnung, wie nennt man das denn? Das kann man sowohl als Handelsware wie als auch alles andere sehen. Hat
Artefakte. Als Überfluss. Einfach Artefakte. Der vergessene Zeit. Gut. Ist das ein Projekt oder ist das, was war das? Der Überfluss. Ein Überfluss, einfach hinzufügen. Genau. Gut, dann werden die Projekte vermindert, und zwar Xenos mit seinem Tunnel auf die 1 und die Kinder mit den Speeren auf die 1. Und dann darfst du was Neues entdecken. Projekt beginnen oder diskutieren. Gerade irgendwas zu diskutieren eigentlich. Könntest auch eine Frage stellen. Ja, ich überlege gerade, ist gar nicht so einfach. Sonst, während du überlegst, kann Hage schon mal eine Karte ziehen? Ja, ist eine gute Idee. Ja, dann ziehe ich die Karte und es ist die 7. 7 gibt uns: Führe ein Mysterium am Rande der Landkarte ein. Oder eine vernachlässigte Situation wird prekär und beunruhigend. Worum handelt es sich? Wie geht es schief? Ich glaube, wir haben gerade, außer dem Schutz, der uns nicht bekannt ist, keine Situation. Ja, vielleicht kommen jetzt ja die Alten an. Die Alten kommen an. Der Schutz ist nicht bekannt. Die Kinder denken immer noch, die sind unter dem Schutz der Götter. Und die Alten kommen an der Festung an. Dann setzen wir sie oben drauf. Ja, das ist die Frage. Sind die bewaffnet? Haben die eher so magische Kräfte? Ja, wenn die uns jetzt die Zeit stehlen wollen, das ist eher Magie, oder? Ja, dann sehen die wohl im ersten Augenblick relativ unscheinbar aus. Die meisten von denen in Roben gekleidet, aber auch Kleidung, die für alte Leute typisch sind, nur ziemlich hochwertig, wie auch immer die es schaffen, in einer solchen Umgebung solch hochwertige Kleidung herzustellen oder zu tragen. Viele von denen auch mit Turban, Gesichtsschutz herumlaufend, da die durch die Wüste hindurch marschiert sind. Aber auffällig ist, dass sie keinerlei Vorräte bei sich tragen. Egal wie sie sich ernährt, die haben sich wohl, die einzige Ressource, die sie brauchen, ist Zeit. Und somit brauchen die auch für einen solch langen Weg keinerlei Vorräte. Sie kommen im Dorf an und sorgen erstmal für einen großen Trubel. Ja, wir sind ja sowieso schon unten eingezogen. Also wir wohnen ja gar nicht mehr oben. Wir wohnen ja alle unten. Dann ist die Oberstadt jetzt erstmal von den Alten bevölkert, die jetzt einen Weg suchen, zu den anderen zu kommen. Das kann man vielleicht mit Xenos, sobald er fertig ist, dann kombinieren. Genau, der wird gleich fertig. Ich frage vorher Schoko. Neues Projekt, Diskussion oder irgendwas anderes? Was haben wir denn eigentlich aus dem Wald gelernt? War da irgendwas? Wir haben den ja erforscht. Wir wissen jetzt, warum er versteinert ist. Und zwar ist das auch, hängt das mit diesem Zeitstehlen von den Alten zusammen. Weil sie halt keine Kinder kriegen konnten, haben sie sich mit Bäumen über Wasser gehalten. Aber das heißt nicht, dass da nicht auch noch was anderes sein kann. Könnte das ein neues Projekt in den Wald ansetzen? Genau. Dan schickt unsere Kinderanführerin mit den gesammelten Artefakten Kinder los, um zu verstehen, ob man diese Bäume wiederbeleben kann. Auch cool, ja. Wie lange dauert so ein Projekt? Wenn sie da, also die sind auf jeden Fall erstmal eine Woche hin, Woche zurück unterwegs. Da bestimmt nochmal 2 Wochen am Tun, 4 Wochen. Ja, machen wir 4 Wochen draus, weil wir haben Überfluss an Artefakten. Dann finde ich die 4 Wochen gut. Na, dann benutzen wir unseren Überfluss. Wie kommen die denn rein und raus? Wenn jetzt die obere Festung so quasi besetzt ist? Schoko ist ja aufgebrochen, also die Anführerin ist aufgebrochen kurz bevor die Alten kamen.
Ah, okay. Weil die, ja, sind, das ja erst, die sind ja erst in Hages Runde gekommen. Gut, dann würde ich jetzt wieder zurück zur Hages Runde springen und jetzt die Projekte mit der 1 abschließen, und zwar Xenos und die Kinder mit den Speeren. Und dann setze ich die 4 direkt runter auf die 3. Und dann fangen wir einmal an bei Xenos und seinem Tunnel. Das war Chamber, glaube ich. Ja, also unten in diesem Spalt wurde ja auch schon dieser Altar und diese Kristalle gefunden. Ich denke, dort war auch noch ein Portal, das aber nicht so offensichtlich als Portal zu erkennen war. Deswegen hat das bisher keiner groß beachtet, aber Xenos wusste halt, was es ist. Und konnte es deswegen in einem längeren Ritual öffnen. Denn aktuell ist da ja auch keiner mehr, denn ja, die Steine wurden größtenteils abgebaut. Der Kult findet eher in den Katakomben statt. Und naja, dann ist da jetzt eben dieser Durchgang offen. Und er... Wissen die anderen das? Ja, die haben ihn vorgeschickt, um die Lage zu sondieren. Das heißt, der wird mit denen Kontakt aufnehmen und sagen, yay, jetzt ist es soweit. Ulruk, zum Glück sind gerade unsere Speere fertig geworden. Wunderbar. Kriegst du rechtzeitig. Ja, was tun die Speere so mit den Kristallen dran? Auch gerade wenn sie irgendwie Untote wiederbeleben scheinen? Haben die irgendeine Wirkung? Die Wirkung muss ausprobiert werden, wenn die Kinder die Speere gegen die Alten einsetzen. So, okay, also wir wissen es noch nicht. Wir haben sie jetzt einfach nur montiert. Gut. Genau. Gut, gut, gut. Und selbstverständlich haben wir unser Angstsymbol von Xenos, was er zurückgelassen hat, hier immer noch. Was auch immer das bedeutet. Dann wird das Projekt oben im Wald vermindert. Ich glaube, Schoko kann noch irgendwas Neues hinzufügen, oder... Ich darf ein Projekt starten. Entschuldigung, Hage. Genau. Und zwar sind die Kinder, die da geblieben sind, sehen natürlich das, was mit dem Skelett passiert und die Macht, die in diesen Kristallen schlummert. Und die nehmen die Leichen der Alten, bringen sie in einen gesonderten Raum, vielleicht auch in den Raum, in den sie geopfert haben, und umringen sie mit Teilen dieser Kristalle, um sie in einem neuen Leben wiederzuerwecken. So ein dem Segen der neuen Götter. Ja, mitzugeben. Okay, dann, wenn du durch bist, bin ich dran, richtig? Ja, müssen wir noch feststellen, wie lange das dauert. Sagen wir 4 Wochen. Ja. Boah, ich schließe eine Menge Alte. Wir müssen ja zuwachsen. So, dann habe ich den Karo König. Im Sommer. Der Sommer ist von kurzer Dauer. Wirf die beiden oberen Karten des Stapels ab und führe diese Woche 2 Aktionen durch. 1 und 2. Ich glaube, der Stapel ist alle. Tatsächlich, dann, ich muss gerade überlegen. Wirf die beiden obersten Karten des Stapels ab und führe diese Woche 2 Aktionen durch. Gut. Dann schaue ich mal nach. Hage, du hast ein Projekt? Ich habe ein Projekt, ja. Wo? Die Toten. Die Toten? Ja, wie lange dauert das? Was haben wir gesagt? 4 Wochen. Okay. Dann werde ich tatsächlich mal die Projektsteine nicht weiter drehen, sondern nur 2 Aktionen machen. Und zwar möchte ich etwas Neues hinzufügen. Und zwar wird aus der Richtung, von wo der Sandsturm kommt, der Herbst nähert sich, der Sommer ist vorbei und das deutet sich an durch eine Eisfront, die sich von Nordwesten her heranschiebt. Sie braucht natürlich noch etwas. Und das ist meine erste Aktion. Und die zweite ist eine Frage, eine Diskussion, die ich an euch stelle. Fliehen wir... Oder kämpfen wir? Wir kämpfen. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet. Wir sind bereit.
Euruk, Frage. Kämpfen wir? Wir streiten für die neuen Götter. Die Toten sind mit uns. Schoko. Müssen sterben. Die müssen sterben, okay. Dieser Platz wurde uns von den Göttern geschenkt, also verteidigen wir ihn auch für die Götter. Wir sollten fliehen vor dem Eis, nicht vor den Alten. Falls da jemand einen Ärgerstein oder sowas für nehmen möchte, könnt ihr das tun. Und ansonsten ist der Sommer vorbei. Gehen wir in eine Pause. Ich nehme einen Ärgerstein. Gut. Ich nehme auch einen Ärgerstein. Das hier ist unser Götterheiligtum. Das ist frevlerisch, den zu verlassen. Kann man die kopieren, irgendwie diese Buttons? Also hier haben wir eine Zeichnung? Oder? Wir können nichts kopieren. Du musst neu machen. Warte, ich gebe dir einen neuen Ärgerstein. Steuerung C, Steuerung V. Sehr schön.